Hallo Eishockey Goal ist da draußen, schöne Grüße aus Miesbach. Heute gibt es den nächsten Tipp von mir, wie kontrolliere ich mein Five-Hole, beziehungsweise wann ist mein Schläger richtig positioniert. Hierzu benötigt ihr ein farbiges Tape, bitte nicht dasselbe Tape verwenden, wie euer Schlägerblatt schon besitzt. Also in dem Fall hat die Nicole hier ein grünes Tape und ich habe mich für das gelbe Neon-Tape entschieden. Und ihr solltet diesen Strich in der Mitte von eurem Schläger ankleben, positionieren. Warum? Denn jetzt könnt ihr euch selbst einfach mal korrigieren, wenn kein Torwarttrainer in der Nähe ist, ist der Schläger richtig positioniert vor dem Five-Hole. Immer wieder mal runterschauen und so seht ihr, okay, passt. Wir wollen nicht das sehen, wir wollen nicht das hier sehen, sondern der Strich des Schlägers ist in der Mitte vom Five-Hole. So, das war's schon. Schöne Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao for now.